Ahoi! Heute nehme ich euch mit auf eine lange Rundfahrt durch Leipzig und sein südliches Umland. Alle, die meinen Kanal näher verfolgen, wissen, dass ich letztes Jahr schon einmal auf einer kleinen Runde in Leipzig unterwegs war. Da ich Mitte März 2024 mal wieder in der Stadt bin, möchte ich jetzt die Chance nutzen, die große Leipziger Runde über den Kospudener See in Angriff zu nehmen. Über rund 28 Kilometer geht es in einem abwechslungsreichen Rundkurs vor allem über die Pleiße, den Kospudener See und die Weiße Elster. Nachdem ich letztes Mal ein Kajak ausgeliehen hatte, habe ich heute mein eigenes Boot dabei. Ich bin unterwegs mit dem Scooby Light von Nautic, das für solche Touren am Rande von beruflichen Reisen optimal ist, weil es leicht und fast im Sporttaschenformat verpackbar ist. Auf der Anreise mit dem Nachtzug von Köln liegt es mit allem Zubehör in seiner Tasche unter meiner Liege im Liegewagen des Nightjet. Dadurch, dass ich mit dem Nachtzug anreise, gewinne ich von meinem eigentlichen Job in Leipzig einen ganz schönen Sonntag, den ich zum Paddeln nutzen kann. Irgendwie genial, zumal der Nachtzug kaum teurer ist als ein normales Zugticket. Sogar ein Frühstück bekomme ich nach einer ganz brauchbar durchschlafenden Nacht am nächsten Morgen. Einen Dank an die ÖBB, die in Deutschland offenbar auch Linien betreibt, die mit Österreich überhaupt nichts zu tun haben. Ich baue mein Boot im Leipziger Stadthafen auf. In wenigen Minuten bin ich abfahrbereit. Es ist erst 9 Uhr am Morgen, so habe ich den ganzen überwiegend sonnigen Frühlingstag noch vor mir. Auf meiner Tour wechsle ich ständig zwischen Kanälen der Weißen Elster und den Flutbetten von Elster und Pleiße. Nach wenigen Minuten Paddelzeit durch ein altes Villenviertel erreiche ich die große Wasserfläche vor dem Palmengartenwehr, wo sich mehrere Wasserwege treffen. Von hier aus halte ich mich links und paddle in Richtung Süden über das breite Elsterflutbett. Fast kerzengerade geht es unter mehreren Brücken hindurch weiter. Das Elsterflutbett ist praktisch strömungslos und kanalartig ausgebaut. Aber die Ufer rechts und links sind schön grün. Rechts zweigt dann das Elsterflutbett ab. Ich paddle weiter geradeaus nach Süden über das Flutbett der Pleiße. Ein paar hundert Meter weiter erreiche ich das Konnewitzer Wehr, das sich rechts und tragen kann. In die Gegenrichtung gibt es neben der 2010 fertiggestellten Schleuse sogar eine Bootsrutsche, die mir aber nichts nützt, weil ich aus der falschen Richtung komme. Überall in Leipzig gibt es aber eine perfekte Infrastruktur für Paddler, sodass Aus- und Wiedereinstieg kein Problem sind. Die Umtragestrecke misst keine 100 Meter. Kurz nach dem Konnewitzer Wehr beginnt der Wasserlauf zu meandrieren. Ich paddle jetzt durch den schönen Elster-Pleiße-Auwald, in dem heute an einem schönen Frühlingssonntag auch viele Spaziergänger unterwegs sind. Obwohl es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, sind überall freilaufende Hunde unterwegs. Hier bestätigt sich mal wieder, dass Hunde eines der größten Probleme des stadtnahen Naturschutzes sind. Dennoch sehe ich überall bunte Eisvögel und als Besonderheit schöne Mandarinenten, die hier offensichtlich in größerer Zahl vorkommen. Natürlich handelt es sich hierbei um Neozoen, aber schön anzuschauen sind sie allemal. Man geht übrigens davon aus, dass mittlerweile mehr Brutpaare in Europa leben als im ostasiatischen Herkunftsgebiet der schönen Enten, wo sie aufgrund der Zerstörung ihrer Lebensräume als gefährdete Tierart gelten. Um Punkt 10.18 Uhr erreiche ich die Stelle, wo der sogenannte Floßgraben von der Pleiße abzweigt. Wie die unübersehbaren Schilder anzeigen, darf er in Richtung Kospudener See aus Naturschutzgründen aber erst ab 11 Uhr befahren werden. Deshalb paddle ich noch etwas weiter die Pleiße hinauf, hier ist es auch schön und die Gegenströmung bleibt ebenfalls mäßig. Inzwischen kann sich die Sonne auch immer häufiger gegen die Wolken durchsetzen. Die Weiße Elster ist ein 257 Kilometer langer Fluss, der in Tschechien entspringt und bei Halle in die Saale mündet. Die Pleiße ist 90 Kilometer lang
und mündet in Leipzig in die Weiße Elster im Leipziger Gewässerknoten, der so etwas wie ein großes Binnendelta darstellt. Die Flüsse Weiße Elster, Pleiße und Parthe fließen hier zusammen und bilden auf ihren Sedimenten ein weit verzweigtes Gewässernetz, das sich gut für unterschiedliche Rundtouren mit dem Kajak nutzen lässt. Der gesamte Leipziger Gewässerknoten wurde in den letzten fast 200 Jahren stark vom Menschen überprägt. Hierzu trugen vor allem der Braunkohleabbau im Süden der Stadt und der Hochwasserschutz bei. Die ersten Begradigungen fanden bereits Anfang des 20. Jahrhunderts zwischen 1908 und 1925 statt. Nach einem verheerenden Hochwasser 1954 wurden bis in die 1970er Jahre das heutige System des Hochwasserschutzes, bestehend aus Sperrwehren, Auslassbauwerken, Begradigungen und Hochflutbetten, ausgebaut. Dies alles hört sich aus Paddelsicht viel schlimmer an, als es ist. Vielmehr ist das Gebiet in und um Leipzig auch mit seinen künstlichen Wasserwegen ein fantastisches Revier, das viele unterschiedlichen Touren ermöglicht, zumal überall auch die Infrastruktur für den Wassersport sehr gut ausgebaut ist. Fast überall gibt es Stege und eine ausgezeichnete Beschilderung. Heute, Mitte März, bin ich aber fast überall ganz alleine auf dem Wasser unterwegs. Im Hochsommer wäre das sicher ein ganz anderes Bild. Punkt 11 bin ich dann wieder am Abzweig des Floßgrabens zurück und fahre in das Eisvogelschutzgebiet ein. Hier ist eine zügige Durchfahrt erlaubt, aber kein Anlanden. Der Gewässerlauf wird zunehmend immer schmaler, es liegt auch zunehmend mehr Holz im Wasser. Offenbar werden aber die Baumhindernisse immer wieder entfernt und den Fluss blockierende Stämme abgesägt. Ein ziemlich schlauer Move der Naturschutzbehörden, weil so ein unkontrolliertes Betreten der Ufer und der Gewässersohle vermieden werden kann. Deutlich ist an einigen Stellen die Arbeit von Bibern zu erkennen. Und viele Eisvögel sehe ich hier auch, wie eigentlich überall entlang meiner heutigen Strecke. Der Elsterpleiße-Auwald ist wirklich ein stadtnahes Naturparadies. Dann knickt der Gewässerlauf scharf nach rechts ab. Es folgen zwei Brücken. Kurz danach erreiche ich den hübschen Waldsee Lauer. Hier endet dann auch der zeitweise gesperrte Streckenabschnitt. Der kleine See ist schnell durchpaddelt. Auf der linken Seite befindet sich die Einmündung des Lauerschen Grenzgrabens, der mich in Richtung Kosbudener See bringt. Als der Wasserlauf immer enger und flacher wird, befürchte ich schon, dass ich irgendwann nicht mehr weiterkommen könnte. Auch die Gegenströmung nimmt nun etwas zu. Das Wasser ist hier sehr klar und stellenweise recht flach, es reicht aber immer gerade so, dass ich nicht aufsetze. Nach einem guten halben Kilometer erreiche ich die Schleuse Kosbuden. Diese ist heute nicht in Betrieb, so muss ich gar nicht erst überlegen. Umtragen ist angesagt. Im tiefen, klaren Wasser fühlen sich hier offensichtlich Flussbarsche wohl. Bequeme Stege in Aus- und Einstieg machen die kurze Umtragung zu einem Kinderspiel. Da es schon fast 12 Uhr ist, mache ich vor dem Wiedereinboten noch eine kurze Mittagspause. In der wärmenden Sonne schmeckt die heute früh am Leipziger Hauptbahnhof gekaufte Leberkässemmel mit Senf besonders gut. Die Kosbudener Schleuse existiert seit 2006 und verbindet, zusammen mit der Konnewitzer Schleuse, den Kosbudener See, über den Waldsee Lauer, den Floßgraben und die Pleiße mit der Leipziger Innenstadt. Also genau die Strecke, die ich bis hierhin zurückgelegt habe. Und 300 Meter nach der Schleuse erreiche ich den Kosbudener See. Der 400 Hektar große See war bis 1992 eine große Grube des Braunkohletagebaus, die dann von 1993 bis 2000 geflutet wurde.
Heute ist der See Teil des Leipziger Neuseenlands. Die vielen Strandbäder am Ufer lassen vermuten, was hier im Hochsommer los ist. Die Fahrt quer über den Großbundener See gestaltet sich bei Sonne und nur leichtem Gegenwind sehr angenehm. In weniger als einer halben Stunde habe ich den See überquert. Allerdings habe ich meinen Kurs etwas zu weit südlich angesetzt und muss deshalb von der Anlage des Leipziger Seesportclubs noch einige hundert Meter nach Norden paddeln, um an die Ausstiegsstelle zur Umtragung in die Weiße Elster zu kommen. Hier gibt es zwar keinen Steg, aber an einem kleinen Kiesstrand kann ich trotzdem gut anlegen. Ich schultere mein Boot und trage es quer durch die breite Rinne des trockenen Hochflugbetts für den Hochwasserschutz Richtung Weiße Elster. Die Umtragung ist deutlich länger als alle anderen, aber auch die knapp 500 Meter lange Fußstrecke lässt sich mit dem leichten Scooby Light auf der Schulter problemlos bewältigen. Der Blick von der Brücke zeigt schon, dass der Rest meiner heutigen Strecke einen ganz anderen Charakter haben wird. Die Weiße Elster strömt kräftig und bildet unter der Brücke sogar kleine Strudel. Hier gibt es keine offizielle Einstiegsstelle, also trage ich mein kleines Kajak hinter der Brücke die steile Böschung hinunter und kann dort dann aber wieder ziemlich bequem einbooten. Die Weiße Elster fließt flott nach Norden, so komme ich hier viel schneller voran als auf den stehenden Gewässern und der teilweise geleichten Gegenströmung auf meinem Weg nach Süden zum Großbudener See. Leider sind die Ufer der Elster oft fixiert, aber der Fluss führt auf vielen Kilometern meandrierend durch sehr schöne Natur. Ab und zu gibt es jetzt sogar leichte Schwallstrecken. Nach ein paar Kilometer flotten Paddeln erreiche ich dann das Wehr Großtschocher. Das Wehr hat einen üblen Rücklauf, aber in der Mitte der Wehrkrone gibt es einen ca. 2 Meter breiten Durchlass, der auch als Bootsrutsche dient und mit Paddelbooten befahren werden kann. Im Unterwasser türmen sich aber ziemlich heftige Wellen auf. Mit meinem Escape hätte ich die Bootsrutsche vermutlich befahren, aber mit dem nur geliehenen Scooby Light traue ich mich das nicht und umtrage lieber brav. Das ist über die rechte Seite auch völlig unkompliziert möglich. Wenn man nicht schon an der Treppe aussteigt und erst kurz vor dem Wehr rechts anlegt, ist die Umtragestrecke kurz. Schräg gegenüber der Wiedereinmündung der Fischaufstiegsanlage kann ich wieder einbooten und meine Fahrt fortsetzen. Das war die letzte Umtragung für heute. Bunte Eisvögel und Mandarinenten begleiten auch hier meine Fahrt. Nach dem Wehr Großtschocher und der Stufe ist dann so eine Kleingartensiedlung, die ganz idyllisch ist. Und dann kommt jetzt die erste Brücke danach und da ist wieder ein kleiner Schwall drunter. Der Frühling ist hier zwar noch nicht ganz so weit wie im Rheinland, aber auch hier blüht es streckenweise sehr schön bunt. Ich unterfahre eine Straßenbrücke und wenig später auch eine Eisenbahnbrücke. Dann komme ich zum Teilungswehr Großtschocher. Hier zweigt rechts das Elster Hochflutbett ab. Ich fahre aber geradeaus weiter und kann das Wehr rechts liegen lassen. Ja, hier bin ich auf meiner letzten Tour wieder eingestiegen in die Weiße Elster. Wir kommen also dieses Teilungswehr von Großtschocher umtragen, wenn man von Norden kommt. Ab hier bin ich die Strecke letztes Jahr schon einmal gepaddelt. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier im Sommer aussieht, schaut euch einfach mein erstes Leipzig-Video an, das ich euch oben rechts verlinkt habe. Ein paar Slalomtore des Leipziger Kanuclubs schaffe ich.
Die meisten lasse ich aber aus. Die Ufer wirken nun zunehmend belebter. So langsam komme ich der Stadt wieder näher. Irgendwann nimmt dann auch die städtische Bebauung zu. Und wieder verändert meine heutige Strecke ihren Charakter. Die großzügigen Villen und die schönen Grundstücke am Wasser lassen vermuten, dass es sich hier eher um wohlhabende Viertel von Leipzig handelt. Und auch die Dichte an Kanuverleihern nimmt jetzt stark zu. Es ist schon erstaunlich, was hier in den letzten Jahren an schicken Wohngebäuden gebaut wurde. Wasserzugang inklusive. Offenbar wohnt hier kaum jemand, der kein eigenes Kanu hat. Links zweigt dann der wunderschöne Karl-Heine-Kanal ab. Da ich heute schon einige Kilometer auf dem Buckel habe, lasse ich ihn heute aus, aber eine Befahrung ist absolut empfehlenswert. In meinem Leipzig-Video vom letzten Jahr stelle ich den Karl-Heine-Kanal bis zum Lindauer Hafen genauer vor. Direkt nach der Abzweigung des Karl-Heine-Kanals fließt die Elster durch das Gelände der ehemaligen sächsischen Wollgarnfabrik. Die ehemalige Spinnerei ist heute das größte Industriedenkmal Deutschlands und der größte gründerzeitliche Gebäudekomplex ganz Europas. Er wurde ab 1888 errichtet, 1990 wurde die Produktion hier eingestellt. Das große Gebäude auf der linken Flussseite beherbergt heute luxuriöse Loftwohnungen. Nach gut einem weiteren Paddelkilometer erreiche ich dann wieder das Palmgartenwehr, überquere das hier sehr breite Elsterflutbett und paddle noch ca. 1 Kilometer weiter, bevor ich meinen Ausstieg im Stadthafen wieder erreiche. Um 9 Uhr bin ich hier heute Morgen gestartet, jetzt ist es kurz nach 3 Uhr nachmittags. Etwa 28 extrem abwechslungsreiche Kilometer liegen hinter mir. Wieder am Stadthafen angekommen, baue ich mein Boot in der jetzt angenehm warmen Nachmittagssonne auf dem Steg des Kanuverleihers ab. Ein paar Minuten Fußweg bis zur Haltestelle, dann bringt mich die Straßenbahn wieder zurück in die Innenstadt. Das war es wieder mal für heute. Ciao, bis hoffentlich bald mal wieder, euer Turbo.